So, du kannst dahin. Du kannst nochmal sagen, alles hoch und fast alles hoch. Können wir zu dir nochmal. Naja, fast. Komm hier. Ja, das ist echt super. So, wir nehmen das komplette Holz mit. Da, komm, geh mal dahin. Das müsste ja trotzdem noch gehen. So. Na, traust du dich? Angreifen, sag ich. So. Kannst du nochmal dahin? Hier, so. Holz ausladen, bitteschön. Dann kannst du nämlich jetzt wieder nach Hause. Dich mal reparieren lassen. Dann können wir dich nehmen. Und dann können wir das ganze Holz ausladen. So. Und dich müssten wir eigentlich auch reparieren. Ich habe ihn noch irgendwo anders in die Werft. Hier unten in die Werft. Nee, natürlich nicht. Da habe ich auch keine. Okay, also wir düsen mit dir auch nach Hause. Das müsste jetzt auch nicht so die Welt sein. Wir wollten hier noch ein Schiff bauen. Und dann schauen wir mal, wie es... Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Oh ja, der baut gerade Schiffe wie bekloppt, ey. Die Mission, kann ich mich erinnern, die war ein bisschen doof. Spielstand gespeichert. Ich müsste die Schiffe halt einzeln vom Himmel pflücken. Also von der See. Also aus, ihr wisst, was ich meine. So, und da ist halt die Frage, wie ich ihn am besten ausrotte. Hat der da oben noch eine Werft? Nee, da oben hat er keine, aber er hat halt Soldaten. Und Türme, die relativ kompliziert sind. Okay. So. Der geht's gut. Braucht die nicht da sein. Der bringt Zeug. Die Stoffe verschwinden. Wo ist mein malträtiertes Schiff? Dem geht's auch gut. Da ist mein malträtiertes Schiff. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal nur einen Gegner, das ist gesichert. Mal ein guter Plan. Gut, wie gesagt, was wir verhindern wollen, ist, dass er sich zu sehr ausbreitet. Deswegen sollten wir die einzelnen Schiffe, Inseln abklappern und jeweils Anspruch anmelden mit einem Kontor. So, da habe ich noch Werkzeug und da habe ich auch noch Werkzeug und Stoffe. Und Stoffe. Das heißt, ich sollte vielleicht mal das Stoffschiff nehmen. Schiffsliste. Das ist mein Alkoholschiff. Das müsste das Stoffschiff sein. So. Das wäre das Cuttenfield. Aber nimmt der nicht die Stoffe mit? Nee, tut er nicht. Das heißt, den könnte ich ja eigentlich mal... Wo ist er? Wo ist mein anderes Schiff? Das wäre ja der Monsun. Nee, der ist auch voll, was seine Route angeht. Das heißt, Moby
sollte ich die Route vielleicht noch ein bisschen ändern. Machen wir dich wieder weg. Machen wir hier dich hin und dann sagen wir zu dir, nimm doch mal die Stoffe mit. Und dann kannst du hier oben zurück und da können wir sagen, Stoffe raus und Lebensmittel raus. Und hier ist die Frage, produziert ihr eigentlich auch Lebensmittel? Nee, nicht wirklich. So, super. Super duper. Dann machen wir das und dann haben wir hier... bald ein repariertes Schiff. Ah, wir haben keine Stoffe mehr. Nein, wir haben kein Holz mehr. Haben wir hier keine Holzwerft? Nein, haben wir nicht. Okay, dann sollte ich vielleicht da auch eine Route für einstellen. Dich da. Holz und Holz. Und dann wieder zack. Dich da. Holz raus und zack, Holz raus. Und los geht's. Piraten greifen euer Schiff an. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Boah, die Sau, ey. Ah, der baut zum Glück hauptsächlich kleine Schiffe, nicht die großen. Der will hauptsächlich Lasten transportieren. So, dann können wir zu dir hier mal eigentlich hier hingehen und sagen, komm, wir machen mal das Holz raus. Zumindest das meiste weg und weg. Und dann gehst du wieder da hoch. Und lässt dich mal wieder reparieren. So, wie sieht denn Kohle technisch aus? Geht eigentlich. Ich würde nochmal speichern. Gesichert. So, was kann man verkaufen eigentlich? Einfach damit wir ein bisschen Geld machen. Steine. So. Können wir sonst noch was verkaufen? Ich glaube gerade nicht. Bam, 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 bam. Pudududududu. Ta, ta, ta. So, dich müssen wir dann auch reparieren demnächst. Habe ich noch eine kleine eigentlich? Oder habe ich nur eine große? Ich habe nur eine große. Das ist immer dieses, wenn man halt nicht selber spielt und nicht selber die Stadt aufbaut, dass man dann erstmal... Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ja, ich weiß. Und wo? Da unten. Ja, die dürfen von mir aus ruhig abhauen, ganz ehrlich. Also da habe ich kein Problem mit. Da, das ist ja nur so ein Außenposten, den will ich ja gar nicht halten. Schiffsreparatur beendet. Super. Dann geh du doch mal dahin. So, und das andere Schiff. So, du gehst jetzt mal dahin und lässt dich dann auch mal reparieren. So, wir speichern noch mal schnell. Spielstand gespeichert. Gut. Ihr
Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Auch nicht schlecht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Baumwolle. Eine Goldader schlummert im Berg. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall meine. Na komm mal. So, dann würde ich ganz gerne mal dahin gehen. Das erzeugt jetzt zwar Kosten, aber ganz ehrlich, diese, wie viel sind es? 15? 15. 1, 2, 3, 4. 4 mal 15, die sollte ich überleben. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Geilomat, ey. Aber ganz ehrlich, mit einer fremden Kultur im Schlepptau würde ich das nicht machen. Und er ist ja auch nicht so einer. Normalerweise sind die Gegner in Anno nicht so, dass sie die Eingeborenen töten. Ah. Eingeborenen töten? Insofern, da ist das Piratennest. So. Dann würde ich doch mal hier sagen, erforschen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Erz auf dieser Insel. Okay, so toll ist die nicht. Die kann er von mir aus haben, wobei ich die ja eigentlich verhindern will, damit er da nicht irgendwie einen Außenposten oder sowas macht. Ich würde mal ganz gerne zum Kontor der Piraten fahren. Aber ich konnte gerade keinen Kontor bauen, warum nicht? So, haben wir denen einen Auftrag gegeben. Und dann können wir nochmal handeln. Schiffsreparatur beendet. Okay. Wunderbar. Ja, jetzt hatte ich wieder Bammel, deswegen speichere ich nochmal. Spielstand gespeichert. Die Insel da unten bin ich am Überlegen, ob ich die doch einnehme. Auch wenn sie nicht so toll ist. Nee, komm, die lassen wir. Dann düsen wir mal zu der Insel hier oben. Und du kannst wieder auf Tour gehen. Tada. Boah, meine Stimmbänder, ich muss die echt mal wieder trainieren. Tada, 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 tada. Die haben Gold. Die Saftersche. Ja, das ist ja mal geil. So, auf jeden Fall wird er da auch nicht hingehen. Und die Piraten haben einen Auftrag, meine Konkurrenten ein bisschen zu schwächen. So. Wie gesagt, was wir halt wirklich jetzt machen müssen, ist unsere Versorgung sicherstellen. Die Stoffe werden gerade knapp. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. 100 Tabak. Ihr seid auf eine Goldader gestoßen. Ja. So. Was braucht denn der? Ich bin am Überlegen, ob ich ihm nicht Gold verkaufe, um ihn ausbluten zu lassen. Der hat schon eine Universität.
Gold, Lebensmittel, Tabak. Was ich habe mit Gold machen? Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Was ich halt mit Gold machen kann, ist halt wirklich oh ja, uns geht das Werkzeug aus. So, ich bin mal am gucken, was mir mit Goldmine. 10 Werkzeug. Also, das ist halt vom Tabak- und Zuckerrohr her auch noch gut, die Insel. Deswegen habe ich das jetzt gemacht und die hier, die sollte ich ihm eigentlich schon blockieren. Einfach weil es eine große, gute Insel ist. Ich weiß, ich schmälere meine Einkommen, aber das ist jetzt eigentlich wichtig, dass ich das halt mache. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Ja, wunderbar. Immerhin. So, dann würde ich die gerne mal mit Kanonen ausrüsten. 1, 2, 3, zack. Bestücken. Und zack, die eine wieder zurück. Kannst du mal hier hin düsen? Einfach zum Schauen. Du kommst bald an, das ist auch gut. So, aber da will ich eigentlich nicht da siedeln. Sondern wenn, dann hier oben. Wahrscheinlich hier. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Auch gut. Kannst da bleiben? Kannst du schon mal gucken. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel, aber das wird wahrscheinlich im Einzugsbereich von den Eingeborenen sein. Das heißt, das bringt ihm eigentlich nicht wirklich viel. So, und was ich hier machen möchte, ist, ich möchte, na, hier. Im Einzugsgebiet von dem Eisenerz möchte ich ganz gerne mein Kontor hinbauen. So, einfach damit wir den haben. Also, wie gesagt, ich will einfach... Stoffe sind Mangelware. Ja, genau, das hatte ich befürchtet, dass das passieren wird. Wo ist denn das gegnerische Schiff? Okay, wir haben wieder Stoffe. Gut. Das war einfach das, weil uns das eine Schiff angegriffen hat. So. Und dann würde ich ja mit dir sagen... Ein Brand vernichtet eure Häuser. Wo ist die Feuerwehr? Da ist die Feuerwehr. Ist da noch eine andere Feuerwehr? Ja, da kommt sie schon. Okay. Das heißt, mit dir fahren wir wieder nach Hause und sammeln nochmal. Mit dir fahren wir nach Hause und sammeln nochmal Werkzeug ein. Du kannst mal dahin. Dich da unten. Da haben wir auch wieder Erz. Das würde ich mir eigentlich auch sichern wollen. Ich denke, wir sichern uns wirklich alle Erze. Auch die auf der Insel. So, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich auf der Gold, auf der Pirateninsel siedle. Das wäre eigentlich auch mal eine interessante Frage, ob die dann super sauer sind. Oder eher nicht. So, hier oben gibt's für, ah doch, hier ist Erz. Es fehlt an Nahrung. Ja, das ist halt dieses kleine Kaff da unten. Das ist mir Pupsi. So. Das ist mir Pupsi. Gut, also hier. Ich will
Werkzeug haben. Und zwar sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. 30 Tonnen. Dann würde ich mal da oben irgendwo hin wollen. Weil da halt jetzt die Frage ist, wo kann ich da siedeln? Insbesondere um Erz abzubauen.